Ja, hallo zusammen. Im vorangegangenen Beispiel hatten wir ja ein Gleichungssystem, wo es eine Lösung gab, wo das Gleichungssystem also eindeutig lösbar war. Und jetzt gucken wir uns ein Beispiel an, wo das Gleichungssystem nicht lösbar ist, wie das dann beim Gauß-Jordan-Verfahren aussieht und wie wir dann darauf kommen, dass das nicht lösbar ist. Das gucken wir uns jetzt hier an. Ja, und da schreibe ich auch wieder ein Beispiel zu hin. Wir haben ein Gleichungssystem, was wir mit der Matrix-Schreibweise Ax gleich b hinschreiben oder kurz links die Matrix A und rechts den Vektor b. Und dann dürfen wir ja diese Umformungen machen, die wir ja im letzten Beispiel angewendet haben und davor in dem Video kennengelernt haben. Also Zeilen vertauschen, Vielfaches einer Zeile zur anderen addieren und eine Zeile mit einer Zahl ungleich 0 multiplizieren. Diese drei verschiedenen Umformungen haben wir ja im letzten Video alle durchgeführt. Und dann formen wir da ein bisschen um und dann kommen wir vielleicht zu einem Tableau, das so aussieht: 1, 0, 0, 6, 0, 1, 1, minus 1 und 0, 0, 0, 1. Ja, und was wir ja wollen, ist, dass auf der linken Seite möglichst die Einheitsmatrix steht. Und wenn wir das schaffen, wie im vorangegangenen Beispiel, dann haben wir eine eindeutige Lösung. Aber hier ist das jetzt leider nicht möglich. Wir können zwar an der dritten Stelle, in der dritten Zeile hier, wo bei der Einheitsmatrix eigentlich eine 1 stehen muss, eine 1 schaffen, indem wir die zweite Zeile zur dritten Zeile addieren. Dann haben wir aber gleichzeitig an der zweiten Stelle, in der dritten Zeile, auch die 1 stehen. Und dann müssten wir von der dritten Zeile die zweite wieder abziehen und dann sind wir wieder bei dem Tableau, was wir hier schon stehen haben. Ja, also da kommen wir nicht mehr zum Ziel, dass wir da die Einheitsmatrix stehen haben und deswegen müssen wir uns überlegen, was steht denn da jetzt genau? Was können wir denn aus diesem Tableau ablesen? Und da gucken wir uns jetzt mal genau die dritte Zeile an. Wenn wir die nämlich jetzt mal wieder ausführlich hinschreiben, dann steht da ja 0 mal x1 plus 0 mal x2 plus 0 mal x3 ist gleich 1. Ja, und diese Gleichung ist nicht lösbar, denn egal was ich da jetzt für x1, x2 und x3 jeweils für Zahlen einsetze, wenn ich die Zahlen jeweils mit 0 multipliziere und dann 0 plus 0 plus 0 rechne, kommt auf der linken Seite auf jeden Fall immer, egal was ich einsetze, 0 raus. Das heißt, bei der Gleichung steht immer 0 ist gleich 1 und das ist ja falsch. Also es gibt keine Werte für x1, x2, x3, sodass diese Gleichung wahr ist. Also diese Gleichung ist nicht lösbar. Und damit ist das gesamte Gleichungssystem nicht lösbar. Ja, und das können wir jetzt immer dann erkennen, wenn wir auf der linken Seite eine Zeile mit lauter Nullen stehen haben und auf der rechten Seite eine Zahl, die ungleich 0 ist. Ja, egal was jetzt hier für eine Zahl steht, solange die ungleich 0 ist, haben wir ja in der dritten Zeile stehen, 0 plus 0 plus 0 ist gleich irgendwas ungleich 0. Und dann haben wir da was stehen, was nicht wahr ist, was falsch ist. Und deswegen ist dieses Gleichungssystem nicht lösbar. Ja, dann gibt es noch einen Fall, wo wir auch nicht eine eindeutige Lösung haben und auch nicht zur Einheitsmatrix die linke Seite umformen können, wo es dann aber mehrere Lösungen oder genauer gesagt unendlich viele Lösungen gibt. Und das werden wir uns dann im dritten Beispiel ansehen. Bis bald!